Hey und ganz herzlich willkommen zu meinem letzten Video für Kulturwerke Moments. Ich bin Luisa und ich bin jetzt seit etwas über 9 Monaten in den USA auf einem Internat. Ich dachte mir, als mein allerletztes Video drehe ich jetzt mal einen so Erfahrungsbericht, würde ich es mal nennen. Also ich erzähle euch einfach so, wie meine Zeit hier war, ob ich es weiterempfehlen würde, was so Vorteile und Nachteile sind und so. Aber ich möchte kurz erwähnen, dass es ziemlich spezifisch so auf meine persönliche Situation und auf diese Schule abgestimmt ist. Und ich bin auf der Washington Academy in Maine mit Gias. Deshalb würde ich mal sagen, let's go! Also der erste und wichtigste Vorteil meiner Meinung nach ist einfach die so soziale Interaktion. Also wenn dir am ersten Schultag, falls du irgendwie jetzt Angst davor hast oder so, da hast du halt auf dem Internat wirklich überhaupt kein Problem, weil du kommst direkt in diese Gruppe rein mit ganz vielen, vor allem internationalen Schülern. Also zumindest ist es bei mir so, wir sind hier eigentlich fast nur internationale Schüler auf dem Internat. Die brauchen alle neue Freunde, die kennen sich alle gegenseitig nicht. Und selbst wenn die letztes Jahr schon da waren, da gab es ja dann auch nochmal andere Leute. Das heißt, sie sind wirklich alle Leute sind wirklich super interessiert, sich gegenseitig kennenzulernen. Und sobald man auch nur in die Küche geht und sich irgendwie Nudeln kocht oder so, redet man eigentlich direkt mit Menschen. Und wenn man dann den ersten richtigen Schultag hat, dann brauchen wir jetzt auch keine Angst davor zu haben, da irgendwo alleine zu sitzen, weil du kannst einfach mit deinen Internatsfreunden dahin gehen. Ja, du kannst dich dann einfach sehr langsam mit amerikanischen Leuten anfreunden. Und ich werde mir da jetzt auch keine Sorgen machen, weil, also zumindest mir geht es so, ich habe wirklich sehr enge amerikanische Freundschaften gefunden. Es hat zwar ein bisschen länger gebraucht, weil am Anfang habe ich halt wirklich nur was mit den Internationalen gemacht. Aber dann, wenn man verschiedene Kurse hat und so und durch Sportarten, findet man da halt hundertprozentig auch seine Freunde. Außerdem kriegt man Freunde in der ganzen Welt und das ist sehr cool, weil die kann man besuchen gehen. Und wirklich, ich kenne jetzt gefühlt in jedem Land welche. Also wir haben hier, glaube ich, 30 Länder oder so. 30, 40, ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt ganz falsch liegen, aber ich glaube so um die 30 Länder. Das heißt, ich kenne wirklich überall auf der Welt Leute und wir sind auch, also wirklich jeder hier ist hier irgendwie mit jedem so zumindest so ein bisschen befreundet. Also natürlich gibt es engere Freundschaften und weniger engere. Aber wir verstehen uns wirklich eigentlich, die allermeisten verstehen uns wirklich sehr gut. Und dazu gehört auch meiner Meinung nach, dass wenn man so abends oder so, das passiert mir irgendwie relativ oft, dass man irgendwie abends einfach nur so auf dem Bett sitzt und so ist so, ja, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, dann kann man halt einfach nur ins Wohnzimmer gehen und hat direkt seine ganzen Freunde da. Und man kann irgendwie einen Film zusammen gucken oder so. Deshalb verbringt man wirklich sehr viel Zeit mit anderen Leuten und sehr wenig Zeit wirklich komplett alleine. Was Negatives ist, ist, dass man halt sich irgendwie wenig selber so organisieren kann. Also an den Wochenenden und so werden zwar immer Trips angeboten, aber vor allem im Winter. Und der Winter hier war, wir hatten nicht viel Schnee, aber es war so sehr dunkel und einfach, die Winterzeit war jetzt nicht die beste Zeit. Und vor allem gab es bei uns einfach an der Schule nur 2 Sportarten für Mädchen. Das eine war mit Jungs gemischt, das war Wrestling und das andere war Basketball. Und ich persönlich mag jetzt kein Basketball und Wrestling. Ich hatte keine Lust, mir komplett weh zu tun. Deshalb hatte ich da halt auch keine Sportart. Das heißt, vor allem an den Wochenenden und so nach der Schule oder so, hat man halt meistens weniger zu tun. Und man kann sich halt irgendwie nicht so außerhalb der Schule irgendwelche Hobbys suchen oder so. Sondern es ist halt alles, du verbringst wirklich deine ganze Zeit in der Schule. Und du verbringst sehr viel Zeit mit deinen Lehrern. Also du bist sehr eng mit deinen Lehrern, deshalb stört mich das jetzt persönlich nicht so. Aber du bist halt wirklich die ganze Zeit in der Schule.
Und ich glaube, es könnte viele Leute dann doch ein bisschen stören, dass man halt nicht so irgendwie spontan irgendwo hinfahren kann. Also man kann wirklich überhaupt nichts spontan machen, außer man hat amerikanische Freunde, die ein Auto haben. Aber selbst dann, ich persönlich bin mitten im Nirgendwo und ich fahre zwar mit meinen Freunden dauernd zu McDonald's oder so, aber naja, zählt das. Mein persönliches Highlight war deshalb auch so die Tennis-Season, weil ich hatte jeden Tag so, ich hatte sehr viel Training. Also an sich, die Schedule Time war nur so 1,5 Stunden oder so. Aber am Ende hatten wir gefühlt jeden Tag 3 Stunden. So 2, 3 Stunden Training, manchmal sogar ein bisschen länger als das. Und es hat mir wirklich so unfassbar gut getan. Vor allem, das war jetzt so die letzten 3, 4 Monate. Und das Wetter war draußen einfach die ganze Zeit so gut. Also es war jetzt nicht unbedingt super warm, aber wir hatten wirklich sehr viele schöne sonnige Tage. Und das heißt, das hat mir jetzt wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Vor allem an den Wochenenden hast du dann immer so Spiele und so. Und ja, also ich würde auf jeden Fall, mein größter Tipp ist, sucht euch einen Sport. Ich habe am Anfang des Jahres Volleyball gespielt. Das hat auch sehr Spaß gemacht, obwohl ich da nur so 3 bis 4 Mal die Woche Training hatte. Und jetzt habe ich halt Tennis gespielt und das war wirklich so gut. Also, wenn ihr auf ein Internat geht, habe ich das Gefühl, es ist noch wichtiger als in einer Gastfamilie. Wirklich, sucht euch einen Sport. Es gibt so viele Leute hier, die sich keinen Sport gemacht haben und ich, meiner Meinung nach, haben ja einfach so einen großen Teil von diesem Internatsleben verpasst, weil das ist wirklich einer der besten Sachen, die ich gemacht habe. Eine Sache, worauf man sich einstellen sollte, woran ich persönlich überhaupt nicht gedacht habe, bevor ich hierher komme. Also es ist jetzt irgendwie kein großes Ding oder so, aber man sollte sich darauf einstellen, dass vor allem diese Common Spaces, sie werden von Teenagern benutzt und sehr viele Leute haben gefühlt noch nie gelernt, wie man putzt. Das heißt, es gibt so viele Sachen, vor allem die Küche. Wir haben eine Küche, worüber ich unfassbar dankbar bin, weil unsere Cafeteria ist nur mittelmäßig. Und wirklich jeder kocht gefühlt jeden Tag. Sie wird so unfassbar dreckig. Also es ist wirklich so eklig. Das heißt, jedes Mal, sobald man irgendwas kocht und der Topf ist eigentlich so sauber, man wäscht ihn nochmal. Der Toaster oder so ist sehr krümelig, sehr eklig. Auf dem Boden liegen die ganze Zeit so Essensreste. Es klingt jetzt sehr schlimm. Man gewöhnt sich dran. Es ist nicht schrecklich, aber es ist schon, man sieht schon, dass es sehr viele Teenager auf einem Ort sind. Und niemand ist irgendwie 100% dafür verantwortlich. Also wir haben eine Putzfrau und die macht das auch immer sauber, aber sie macht jetzt kein so Deep Clean und das ist eigentlich das, was die mal bräuchten. Also es ist kein großes Ding, aber man sollte sich einfach mal darauf einstellen. So, es ist nicht der sauberste Ort. Ein weiterer Punkt ist, was für mich tatsächlich überhaupt kein Nachteil war. Bei uns hat das Internat zweimal während des Jahres zugemacht, einmal über Weihnachten und einmal über Spring Break. Über Weihnachten bin ich nach Hause gefahren, was ich dachte, dass mich das unfassbar stören werde. Ganz ehrlich, es hat es mich überhaupt nicht. Also falls ihr das machen müsst oder so aus irgendeinem Grund, habt da wirklich keine Angst vor. Ich persönlich fand es sehr schön, einfach mal kurz zu Hause zu sein, so meine Familie so für eine Woche zu haben und danach war ich wieder zurück hier und es war eigentlich alles wieder so wie vorher. Das heißt, es hat mich wirklich überhaupt nicht gestört und ich fand es sehr schön. Und dann über Spring Break und da hatte ich die Möglichkeit, mit meinen Freunden wegzufahren. Haben wir alles selber organisiert. Das war auch sehr viel Arbeit, das zu organisieren und das habe ich auch alles mitgefilmt. Wir sind nach Miami geflogen. Deshalb, ich persönlich hatte die absolut beste Zeit meines Lebens. Aber man muss sich halt einfach drauf einstellen. Man muss sich irgendwas selber organisieren oder nach Hause fahren. Aber für mich, ganz ehrlich, dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen Freunden allein wegzufahren, war das überhaupt kein Nachteil und ich hatte so eine gute Zeit. Das habe ich auch mitgefilmt alles. Und ein letzter Punkt, wo ich mitbekommen habe, dass da sehr viele Leute so, oh, wie ist das? Ist, dass sich die meisten Leute auf einem Internat ein Zimmer teilen. Bei uns ist das meistens mit 2 oder 3 Zimmern und es gibt ein paar Personen, die haben Einzelzimmer. Bei den Mädchen hat niemand ein Einzelzimmer, bei den Jungs gibt es sogar ein paar freie Zimmer. Das heißt, ich glaube, die könnten sich das so ein bisschen aussuchen. Aber falls ihr eure Zimmernachbarn nicht mögt, ist es wirklich kein Problem, diese zu ändern. Also man sollte es natürlich als erstes mal ein bisschen probieren. Aber sonst, wenn es wirklich nicht funktioniert, gar kein Problem, die zu ändern. Ich persönlich hatte das größte Glück, aber mit meiner, ich liebe sie, sie kommt aus Korea und sie ist leider schon gefahren. Deshalb kann ich sie euch jetzt nicht zeigen, aber sie kommt in ganz vielen meiner Videos vor. Wir haben uns so unfassbar gut verstanden und ich persönlich habe es geliebt, eine Zimmernachbarin zu haben. Wirklich jeden Abend lagen wir in unseren Betten und haben nochmal so den Tag debrieft, haben darüber geredet, was alles so uns passiert ist. Und wir waren wirklich immer up to date mit unseren
in unserem Leben. Deshalb für mich persönlich Zimmernachbar 10 von 10. Not gonna lie, ich fand's richtig toll. Und tatsächlich ging es den meisten meiner Freundinnen auch so. Ich kenne niemanden, der jetzt so war, so, oh, ich möchte unbedingt wieder mein einzelnes Zimmer haben. Obwohl relativ viele am Anfang so waren, so, oh, Zimmernachbar, keine Ahnung. Aber das ist wirklich überhaupt nichts, was man jetzt irgendwie negativ betrachten sollte, meiner Meinung nach. Also da war ich überrascht. Ich liebe es. Das war es auch eigentlich schon mit meinem Erfahrungsbericht. Und das ist so ziemlich alles, was mir jetzt in den Kopf kommt, was man so wissen sollte oder was meine Erfahrungen waren. Aber so overall experience. Für mich persönlich war es einfach 100% die richtige Entscheidung. Und ich würde das Internat auch wirklich 100%ig weiterempfehlen. Obwohl ich sagen muss, man muss schon eine Person dafür sein. Weil wenn man unbedingt jetzt sehr viel Zeit alleine verbringen möchte, dann ist das vielleicht nicht ganz so das. Oder wenn man jetzt unbedingt so eine Familie haben möchte und so ein paar Bezugspersonen, dann ist das vielleicht auch nicht das, weil man macht wirklich sehr viel in einer großen Gruppe und man hat jetzt nicht so eine spezifische Bezugsperson. Also es gibt Lehrer, die einem halt mit Zeug helfen, aber darauf würde ich jetzt nicht immer 100% vertrauen. Also ja, sie sind immer sehr nett, aber es ist nicht das gleiche wie eine Gastfamilie. Aber für mich persönlich Internat 100% die richtige Entscheidung und ich finde, dass mehr Leute das in Erwägung ziehen sollten und auch machen sollten. Okay, das war es jetzt eigentlich auch mit meinem Video und ich nehme dieses Video gerade auf. 5 Stunden bevor meine Eltern mich hier abholen kommen. Deshalb filme ich das auch vor einer Wand, weil mein Zimmer sieht kreativ aus. Ich bin am Packen. Ich habe den ganzen Tag keine Lust gehabt und jetzt habe ich heute Abend irgendwie so 4 Stunden durchgepackt. Ich weiß noch nicht, wie ich meinen Koffer zum Bekommen mache. Soll, aber das wird schon, wünscht mir viel Glück, I guess. Das war's mit meiner Kulturwecke-Moments-Videoreihe, vor allem mit diesem Video. Und abonniert gerne den Kanal. Und was ich dazu noch erwähnen möchte, ist, dass dadurch, dass sie zusammen wohnen und wirklich so viel Zeit miteinander verbringen, jeder hier hat so unfassbar enge Freundschaften geschlossen. Also wirklich, ich habe so gute Freunde gefunden. Wir haben uns wirklich über alles Mögliche erzählt. Und du findest halt 100% einfach Leute, die wirklich gut zu dir passen. Und ja, also Freundschaften finden hier ist, ich liebe es.